Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Scum. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr wieder dabei seid und ja, heute Samstag, jedenfalls zum Zeitpunkt der Aufnahme, 11.26 Uhr. Oh Mann, ich habe verschlafen. Das heißt, ich habe endlich mal wieder gut geschlafen und ja, freue mich, heute ein paar Abenteuer wieder mit der Steffi zu erleben, denn in der letzten Folge haben wir ja von Zombies ordentlich auf die Mappe bekommen und dann noch einen fetten Airdrop abgefahren mit ordentlich Waffen, Munition und Erste-Hilfe-Kram. Den können wir natürlich gut verkaufen gehen. Die Waffe weiß ich nicht, ob ich die behalten werde. Ich bin noch nicht ganz sicher. Bin auf jeden Fall gespannt. Ansonsten habt ihr das vielleicht schon gemerkt. Meine Bestellung ist da aus meinem komischen Shop. Natürlich ist das Eigenwerbung, ja. Aber ich muss es zeigen. Das 3-2-1-Spiele. Hoodie-Ding. Sehr gemütlich. Und ich schäme mich so ein bisschen damit rauszugehen. Denn keine Sau weiß, was das bedeutet, ne? Aber ist ja egal. Auf jeden Fall haben wir auch Top-Kommentare des Tages. Das erste wäre vom lieben Kai82. Er schreibt eigentlich immer dieses Kommentar. Ich würde mich aber trotzdem mal in dem Video anstatt immer nur in den Kommentaren bei ihm bedanken für seine Kommentarbereitschaftkeit. Also er schreibt in jedem Video einen Kommentar und ist auch noch Mitglied. Dankeschön dafür. Auf jeden Fall, lieber Kai. Dankeschön. Das zweite ist vom Testpionier. Huh, Steffi, trainierst du schon für den Triathlon am Samstag auf dem Server? Samstag heute auf dem Server? Ja, Steffi braucht gar nicht trainieren. Wir wissen, dass sie verdammt gute Ausdauer hat. Heute um 20 Uhr ein Turnier. Ihr seht schon, 11 Teilnehmer haben sich schon beworben. Das könnt ihr alles im Discord lesen. Und dort wird heute ein, Scamathlon 2022 stattfinden und ja, könnt ihr euch ja selber durchlesen. Es gibt wieder Preise, zum Beispiel erster Platz ein Pickup nach Wahl, zweiter Platz SUV nach Wahl und der dritte Platz Dirtbike nach Wahl. Ich will Dirtbike. Und es gibt dann halt auch Teilnehmer-Dinge. Lest euch das gerne durch, mal Pause. Ich habe es wieder viel zu klein gemacht, dass ich es lesen kann. Also, ja, heute Event auf dem Server. Ich freue mich, auf jeden Fall. Ich freue mich auch über dieses verdammt coole Shirt. Das ist nicht aufgedruckt so mit Plastik oder so. Das ist richtig in den Stoff drin. Mal gucken, wie lange das hält, ne? Gut, wechseln wir die Szene. Und ja, da sind wir auf meinem Kanal. Das war natürlich jetzt nicht geplant. Da sollte es eigentlich landen. Da habe ich halt die Top-Kommentare rausgeschnitten. Da steht so, Steffi, mit all ihrem Hab und Gut. Gehen auf dem Server und dann trinke ich noch einen Schluck Kaffee. Die Tasse drehen. Oh, beinahe auf meinem weißen Schritt Kaffee verschüttet. Nein, das ist keine Werbung. Ist das albern? Nein, ich mag Werbung ja gar nicht so gerne machen. Wisst ihr ja. Es ist früh am Morgen in Scum. So circa 6:30. Nicht 11.30 Uhr wie bei mir jetzt. Und wir befinden uns in der Safe Zone, wenn nicht alles mich täuscht. Genau, da steht sie. Mit einem sehr, sehr stark dampfenden Bike. Sieht aber irgendwie total heile aus, ne? Okay, gesammelt haben wir einiges an Material. Ihr seht's, das will ich ja verkaufen und so weiter und so fort. Dann haben wir... Aber wir sind ja hier safe, ne? Da können wir uns ja mal hier so an dem Moped hinhocken, mal kurz was abchecken und zwar machen wir die Magazine mal voll, ne? So zum spannenden Beginn. Oh. Wollte ich so machen. Guck mal, eine Patrone dazu drin. Wird sogar dargestellt. Wo ist sie hin? Die Munition. Ach, jetzt habe ich sie verbummelt. Ich hab sie verbummelt. Ist sie jetzt hin? Tatsächlich. Das ist sie nicht. Das ist Schrot. Muss ja irgendwo gelandet sein jetzt. Ach da, neben mir. Okay. Blöd Mann. Gerade ist wach geworden eben. Der erste Schuss dauert immer so seine Weile, ne? Haben wir dann drauf das komische Scope. Wir haben da eine Tarnung drauf. Das dauert aber länger, als ich erwartet habe. So, das geht, glaube ich, so nicht. Überhaupt noch Plätze frei für den ganzen Kladderadatsch hier?
das Papier weg. So, ja, dann haben wir auch wieder Slots frei. Wir müssen eigentlich zuerst zum Händler fahren. Da bleibt uns eigentlich gar nichts übrig, ne? Um den Käse hier loszuwerden. Wie die Maske. Den Helm könnten wir reparieren, aber wir können auch erstmal suchen. Ist echt ganz schön voll. Passt das denn wenigstens im Stiefel? Gott. Munition habe ich denn gefunden? Magazin. Da waren noch mehr als zwei Magazine drin, oder? Ich sehe wirklich kein weiteres mehr. Macht aber nichts. So. Okidoki. Jetzt gucken wir mal hier den Helm. Das sieht ja lustig aus. 77%. Ich glaube, der ist ein bisschen was fährt. So, dann fahren wir mal eine Runde. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt hier in der Safe Zone. Da unten könnten wir rein technisch looten gehen. Ja, Problem. Ups, falscher Knopf. Hier ist kein Platz mehr drin. Ach, Gesundheit ist echt schlecht, ne? Ist, dass wir zum Beispiel nochmal zurückfahren könnten nach hier. Dann da drüber. Hier lang Richtung Safe Zone. Oder wir fahren direkt zu Safe Zone. Also sonst fällt mir nichts ein, wo wir schönes Reparaturwerkzeug bekommen. Naja. Dann fahren wir dann Richtung Süden. Dann lass uns mal Gas geben. Wir fahren erstmal zum Trailer. Erstmal zum Trailer hin. Wir müssen Taschenplatz freikriegen. Ich habe eine ganz, ganz wichtige Sache vergessen. Ist das jetzt auch. Nicht, dass ich doch ein volles oder leeres Magazin dabei hatte. Aber guck mal, wie geil die Waffe aussieht. Boah. Schon gut getarnt. Bringt mir nur nicht allzu viel das Tarn, ne? Gut. Dann, habe ich gerade die Lea gesehen, genau da. Muss ich jetzt kurz Pause machen? Bin sofort wieder da. Ja, jetzt läuft es ja, ne? Gut. So, den Admin-Helper habe ich mir aufgemacht, damit ich sehe, wo Bunkeranlagen sind und interessante Dinge. Auf geht's, los geht's, ab geht's. Fahren falsch. Fahren in Richtung Safe Zone. Logisch, da habe ich mich ja auch hinbewegt. Boot ist da, ne? Ja, Boot ist da. Ja, ja. You left the safe zone. Oh, hier ist wieder Gefahr. Auf dem Server sind aktuell 22 Spieler. Der Rang des Servers ist auf Platz 93. Sehe ich gerade über den anderen Helper. Natürlich habe ich mal schnell stilles, leises Huhu. Dich gefunden. Aber was zu verschenken? Nicht die gute Pistole? Habt ihr was? Moin. Im Blau schreiben, grün schreiben, das ist nicht so gut. Aber ich habe leider jetzt nur die Waffe hier. Kann er ja haben. Okay, jetzt ist er weggerannt. Er hat nur gewunken. Okay. Das hätte ich ihm die mit einem Magazin schenken wollen, aber er war doch zu eilig weg. Wahrscheinlich irgendwo das Zeitliche gesegnet. Oh,
Weil eins, was das Motorrad gut kann, ist echt Berge hochfahren. Ne? Da bist du echt Bombe bei dem Ding. Vielleicht überfahren wir ihn aus Versehen wahrscheinlich. Außerdem war kein Scummy mehr, hat einen Speer auf dem Rücken gehabt. Da ist er. Lootet seine Leiche. So. Am Airfield fahre ich eiskalt vorbei. Zu diesem Viereck hier. Ich will jetzt ja nicht noch mehr Material sammeln, ehrlich gesagt, weil wir haben schon so viel. Ne? Ja, wir fahren, steuern direkt drauf zu. Sehr schön. Ich will nur nicht von den Steinen steuern. Das wäre eine scheiß Idee. Hui. Fast da. Es ist relativ ruhig. Eine Bunkeranlage, ne? Schön groß. So. Hier liegt erstmal soweit nichts. 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 Ein Linierschirm. Super. Und? Schon wieder? Ah, das hat aber wirklich nicht viel. Aber ist egal. Oh nein! Ich kann es nicht demontieren. Wie kacke ist das denn? Ich hab das für den Helm verpulvert. Stimmt. Sehr schlecht. Will ich nicht haben. Ja, da fehlt noch so eine Halterung für die Motorräder, finde ich. Und die Motorräder, dann einfach so eine Waffe dran kriegen, so wie bei Terminator, so eine richtig geile Schrotflinte oder sowas. War das Cars? War es ja noch nicht mit dem Bunker? Relativ geiziger Bunker. Schade, jetzt kann ich sie nicht demontieren. Das wäre natürlich wunderbar gewesen. Nochmal ein paar Prozent auf der Waffe rauf zu kloppen. Aber ich habe hier drin wirklich keinen Platz. Gar nicht. Das heißt, ich könnte, wenn ich den Tank rausnehme, will ich noch ein bisschen Platz schaffen. Den Tank eventuell. Irgendwie unlogisch ist. Ich brauchte genau den Platz, ne? Lass den einfach stehen. Wir tanken da mal voll. Das findet man ja relativ häufig. Ohne die Umwelt, indem ich ihn einfach stehen lasse. Und habe wieder Platz. Sehr gut. Weg hier. Wie das eine Spieler noch auf dumme Gedanken kommt, ne? Z2. Ach, wieder am Arsch der Welt, die Airdrops. So. Es kommt erstmal ein bisschen Brücke, gar nichts. Da kommt nur eine Höhle. Hinter der Brücke haben wir nochmal ein. Quatsch mit Soße. Ja. Hä? Hast du gar nicht für eine Karte hier? Ignoren. Weiß ich mittlerweile selber. Aber die Brücke sieht so mini winzig klein aus.
Ist aber riesig groß. Aber so mal einmal das Ding hier komplett reparieren, das wäre echt mal schön, ne? Dann finden wir eine Ortschaft, wo wir mal ein bisschen durchwühlen können. An. Ja, die Ecken kennen wir jetzt ja gut. Da haben wir ja die ganze 9. Staffel gehaust. Und ja, jetzt gibt es auch eine Playlist für die 10. Staffel. Habe ich komplett verpeilt. Habe das immer übernommen und alles ist in der 9. Staffel gelandet. Habe ich alles rausgehauen. Und die 10. Staffel hat jetzt eine eigene Playlist. Macht, glaube ich, mehr Sinn, ne? Jetzt wollen wir mal die Bergsteigerfähigkeiten uns angucken von dem Ding. Guck das an. Das Ding zieht wie kein anderes Fahrzeug bergauf, ey. Gibt sogar richtig Gummi. Das muss einen mega starken Antrieb haben. Boah, springt sogar noch. Okay, wo sind wir denn jetzt? Oh, geil. Da kommt noch ein Punkt von Interesse tatsächlich. Genau hier, wo wir sind. Special Point. Laut Skamatmen Helper. Sehe ich eigentlich gar nichts. Warte mal kurz. So, erst Nase kratzen, dann Pause wegmachen. Ne? Special soll hier irgendwo sein, aber ich sehe schon, das wird dann nur so eine Ruine. Ich weiß nicht, warum die Admin-Helper-Entwickler, nenne ich es einfach mal, Ersteller, sowas hier als Special hinsetzen. Das ist ja kein Special, das ist so ein Haufen auf Käse. Nicht mal was zu looten, ne? Aber gibt es hier irgendwas Besonderes, bis auf diese 3 Fässer oder 4, die ich hier gesehen habe? Oliven. Hein. Wo nicht mal eine Olive wächst. Nicht eine einzige Olive. Was sagt eigentlich mein Hunger und Durst? Ich hab ein bisschen Hunger. Ich hau hier ab. Das ist alles andere als Special. Das ist Müll. Und ja, in Verlängerung kommt jetzt natürlich der Händler, aber auch in westlicher Richtung einen Bunker. Will ich da jetzt reingucken? Mann, warum sagen die denn, das ist Special? Hier eine ganze Tomate drin, ist das frische? Frische Tomate. Kann sie auch essen? Ich finde gleichzeitig das Motorrad, also den Chopper, noch relativ leise eigentlich zu den anderen Motorrädern. Ne? Und die Beschleunigung ist mega. Er kommt genau da, ist der Bunker. Ist kein Mogeln, ne? Also wer sagt, dass Mogeln ist, wenn man den Admin-Helper nutzt. Mogeln wäre nur, wenn ich mich dahin teleportieren würde. Strahlend. Riesig groß. Wunderschönes Wetter haben wir heute. Real minimal hübsch. Was hatten wir noch? Der ist schon ganz aufgeregt da unten. 6.
Drei weniger. Wo ist er denn hin? Weg ist er. Ich finde, so ein Schalldämpfer könnte ein bisschen leiser sein, ne? So ein Tacken leiser wäre vielleicht besser, weil das ist immer noch so laut, von denen über 300 Millionen Kilometer hören kann. Warum ist denn auf den Dächern nie was drauf? Hm. Das ist, ich will mich verarschen, ey. Passt ja nirgends rein, das ist ein langes Teil. Tauschen wir natürlich das gegen das aus. Und sind Elfer? Was, warum finde ich denn so viele von den Teilen hier? Was ist denn los mit dem Spiel? Was mache ich denn damit? Gesundheit, Ben. Ben sitzt hinterm Greenscreen. Was noch? Ne, ich wollte schon sagen. Die gehen leider nicht unter, ist das Blöde. Okay. Ist wahrscheinlich noch eins drin? Ne, hier waren früher immer Waffen drin, die jetzt nicht mehr. Einfach so. Wo ist das zerlegen? Wo sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt hier. Ah, da kommt weit und breit erstmal gar nichts bis auf diesen Trader. Oh, muss die Pipi. Dieser Platzmangel immer, ne? Das macht einem das Leben echt schwer. Aber vielleicht können wir noch ein bisschen Tetris machen. Ich brauche mindestens zwei Slots. Gut. Ne, drei Slots. Auch nichts mehr zu wegpacken. Die ist zum Beispiel zu dick einfach. Und aufsetzen kann ich sie nicht. Dann fall. Doch, kann ich. Ja, ideal. Das ist ja ideal. Guck mal an. Platz. Platz ist in der kleinsten Ecke. Na gut, die 8 ist egal. Gerollt. Ein Glück gehabt, dass da ein Baum war, ne? Und was wäre es im Wasser gefallen? So, der Trailer. Wo ist denn hier die... Die Straße führt direkt dahin. Sind wir eigentlich da, wo wir das Moped damals gefunden haben, fast wieder, ne? Bis dahin hat es sogar gehalten. Erstaunlich. Ich bin mal in guter Dinge und denke, wir fahren Richtung Trailer, ne? Ja. Vielleicht nur links abbiegen. So. Oh, Zombie.
Es ist einfach herrlich, sich mit einem Fahrzeug fortzubewegen. A3. Wo ist der ganz oben? Nee. Immer weit weg von der Steffi. Immer. Obwohl, ich darf gar nicht meckern. Gestern hatten wir einen Airdrop direkt vor der Nase bekommen. Obwohl sie in dem Sektor auch war. Nahezu gruselig. Und das auch noch richtig gut. Turn! Knapp. Ja, was ist denn jetzt? So. Sind wir schon mal safe? Da geht's im Airfield. Kein Mumpitz machen hier. Entschleunigungssperren. Was haben wir? Ist ja nicht so, dass man hier nichts finden könnte. Man findet nichts. Findet gar nichts. Ja, wen wollen wir denn zuerst besuchen hier? Frage der Fragen der Fragen. Ich will sie ja zerlegen und die eine reparieren. Sprich, dass ich die gar nicht verkaufen will. Mal gucken, was wir zusammen fusseln können. Okay, du kaufst mir ab alles an Schrott. M1 Zielfernrohr. Ist eh Käse. Brauche ich auch nicht. AS9. Ach, das ist die andere Version gewesen. Hoppala, wusste ich gar nicht. Abschützenmunition. Boah, ist sie viel wert. Die ist auch super selten. Boah. 508. Jetzt würde ich sehr ungern verkaufen, ja. Schalldämpfer. Alright, let's do this. Ich auch zu reden. Das will ich übertreiben. M1 Scope, HS9, M1911. Das ist schon gut. Besser als gar nichts. Ey, ich hab doch noch Sachen auf dem Kopf. Ich hab auch noch einen Helm. Ja. Wenn den so reinpasst. Verdammt! Ja, ich bin schon neugierig, was die wert hat, ne? Wir sind natürlich nicht verkaufen. Wir gucken einmal, was sie am Wert ist, hat. Nur so aus Spaß. Die ist ja jetzt komplett aufgemödelt. Außer Schalldämpfer. Das war alles nicht dabei. Guns come unloaded. Security reasons. Obviously. 4.419 Scummies. Nicht schlechter Specht. Aber ich verkaufe die natürlich nicht. That thing registered. Kidding. Nobody cares. Geht ja nur ein paar Talers, also ich wollte jetzt hier nicht Reichtum erlangen. Würde ich gerne. Ich habe immer noch einen Helm auf dem Kopf. Mein Gott, und ein Nachtsichtgerät. Das habe ich ja schon doppelt. Also, wenn ich nochmal rein und rausrennen muss, dann dürfte mich zusammenhauen. Guns come unloaded. Security reasons. Obviously. Aber die Maske auch noch. Helm? That thing registered. Kann das nicht markieren? Kidding. Ja doch, nobody kann man. Nobody cares. Ah, wow. Wie wow.
Wollen doch unsere schönen blonden Haare sehen. Goodbye. Goodbye. Kann ja nur alles in der Richtung sein. Ja, Jeffy ist ja faul. Welcome, welcome. Welcome, welcome. Feel free to browse around. Einmal nur abchecken, ob ich irgendwas hab für ihn. Eigentlich brauche ich kein Schloss mehr, ne? Das kann eigentlich weg. Aber an sich will er nicht wirklich viel haben. Bin ich interessiert. Relativ wertvoll, ne? Also dieses Schloss. Kann man eigentlich Kohle mitmachen, aber da muss man dafür ja auch erstmal. Was hat denn so eine Toolbox? Teuer, wisst ihr? Also. Dafür findet man die viel zu häufig, dass man dafür Kohle ausgibt. So, und der kriegt jetzt die ganze Scheiß. Nein, 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 nein. Abbruch, Abbruch, Abbruch. Er kriegt jetzt die ganze Scheiß hier. Repair Sets. Die gehen auch gut weg. Either buy or get lost. Mann, ich drücke immer den falschen Knopf, ne? So, gut. Der nimmt das hier. Das hier. Das, was wir in den Händen tragen. Verkaufen. If you want me to buy that, you better give me good price. 7200 Scummies. Jetzt kommt der beste Händler noch. Entschuldigung. Wo ist Medikus? Der Medizinmann. Witzig, dass man hier noch looten kann. Das bin ich einfach nicht drauf klar. Aber das ist jetzt egal. Wo ist denn der Medizinmann? Spital. Boah, ist halt gut. Wo ist denn das Spital hier? Das ist eine Bank? Das ist Spital. Ist auch Blut. Sehr lustig. Richtig wertvoller Loot drin, ne? Come in. I'll have a look. Ja, neue Frisur. Nein, da können wir es doch nicht leisten. Noch lange nicht. Never mind about the expiration. Go ahead. Wir haben. Und die Bandage behalte ich für 7. Boah. Schmerztabletten 450. Vitaminpillen 95. 383 für ein Tourniquet. 94. 190. 190. Ja. Auch mehr erwartet, ehrlich gesagt, verkaufen. Go ahead. You'll need these sooner or later. Ordnung schafft mir, ey. Heide Witzka. Das ist ein Chaos hoch 10. Mein Wimmelbild. Umgeschoben, danke. Den Platz habe ich echt nicht. Ne? Okay, haben wir irgendwas zu verkaufen noch? Nee, ne? Jetzt haben wir, glaube ich, alles wirklich verkauft. Munition ein bisschen behalte ich natürlich. Müssen wir ja auch erstmal aufsammeln, ansammeln. Das Gewehr. Dann passt dahin, ne? Dahin. Das ist vom Bike. Zur Selbstverteidigung. Ab auf den Buckel. Fertig geladen und gesichert. Dann. Ja, müssen wir jetzt erstmal voll Gas in der anderen Richtung fahren. Hier ist ja hier überall nichts. Eine neugierige Sache. Nur eine ganz kleine neugierige Sache.
Macht's, ich werde es nicht tun, aber. No, Leute. Either buy or if you want me to buy that, you better give me good prices are not negotiable. Das sind die. Die ist die teuerste, die Supersportler, ne? Aber so einer kostet schon 75.900. Wieso wird der nicht angeboten? In Richtung Garage fahren. Was wir dafür jetzt kriegen würden, will ich jetzt nicht. Ist ja auch halb im Arsch, ne? Das wäre natürlich dämlich, das so zu verkaufen. Da nicht rein. Hello. If you want me to buy that, prices are not negotiable. Kann ich mir das hier nicht mehr aussuchen? Ach, da steht's doch. Ey, der wird dir nur 5.000 dafür geben? Was für ein Arschloch. Und verkauft das für 75.000 weiter. In den Staub mit ihm. Das müssen wir uns eine schöne Ortschaft suchen, wo wir looten können. In Richtung Heimat wieder. Straße folgen. Sind eigentlich ein Spiegel? Nein. Na, viele Scummies hat sie jetzt ja nicht rausgehauen. Ich finde, dass das immer mehr kaputt geht. Nur vom Fahren. Kann das sein? Oh. Da war Neustart. Pause beendet. Server ist neu gestartet. Wir befinden uns aktuell jetzt hier. Los geht's. Weiter geht die Reise auf jeden Fall. Ich kann mich noch nicht ganz so entscheiden. Hier am Krankenhaus vorbei zu der Stadt. Da möchte ich gerne ein bisschen rumlooten. Aber da müssen wir erstmal hincruisen. Das dauert ja auch immer seine Millionen Jahre. Das ist ja schon große Entfernungen sind. Man muss sich mit der Maus mitbewegen. Man kann auch Alt drücken, dann lenkt sie mit. War ein bisschen ungewohnt, ne? Kann ich mit der Maus nichts mehr machen. Nee, ich mag lieber so. Ein Repair Set, damit wir die Waffe mal auf Vordermann kriegen. Das ist richtig, alles gut. Stört, das hat die so Quallen, ne? Das, ich will die Heile haben. Endlich mal Heile, dieses scheiß Bike. War schon mit Absicht selten über Feldwege. Über nicht Feldwege, übers Feld. Mann, das habe ich gesucht, das Wort. So, hier geht's lang. Cruisen wir hier lang. Dann cruisen wir bis zu in der großen, ja, bis zur nächsten Kreuzung nach links. Bleib nicht gerne stehen. Bunker kommt auf der ganzen Strecke eigentlich gar nicht. Da kommt ja so ein Special, aber das wird wahrscheinlich wieder Kacke sein. Und die einen einzigen Flieger gehört auf den Server, ne? Perfekt, oder? Können, ja, doch perfekt eigentlich. Wir können den Feldweg für lang fahren geradeaus.
Eine Motorradfahrt ist schön. Motorradfahren ist schön. Aber immer Angst haben, dass man beschossen wird, ist nicht so schön. Boah, ist das eine geile Strecke, ey. Mit dem Wheel würde ich mich nicht so trauen. Bei so einem Untergrund mit dem Motorrad so zu cruisen, da rutscht du schneller weg, als du gucken kannst. Da wäre das Dirtbike natürlich gut. Da müsste ich heute den dritten Platz machen. Guten Tag, ist zufällig ein Admin da? Ein Raum nach dem wieder eingeloggt, gefangen. Geschlossen. Oh, das ist ja gemein. Wieder Admin, aber ich bin ja nicht so ein Admin. Oh, da wird schon einer da sein. Ist ja Wochenende. Außerdem bin ich so blöd für diese Admin-Commands. Schöne fette Ortschaft. Aber da sind die hier ohne Garagen, ey. Das war voll kacke, ne? Treibstoff brauchte. Und mit den Absinthflaschen das Ding in ihr getankt habe. Was für ein Weg. Oh. Oliven. Perfekt. Strom aus, wir sind zu Hause. Ah, nee. Das ist ein Schild. So, dann fahren wir eigentlich jetzt direkt auf die Ortschaft zu. Können wir machen, was wir wollen. Brauchen wir die Straße folgen. Die dicke. Die haben ja nie Garagen. Zombie? Oder Zombie? Klo? Aber eins ist, die Map ist einfach wunderschön, also muss man sagen. Ich weiß gar nicht, wie sie das auch sind. Arma. Spieler hassen die Scum? Ich weiß es nicht, aber ich hab selten. Das war jetzt für ein Lichteffekt hier, ich hab nichts gemacht. Und Admin da zu sein. DayZ meine ich natürlich nicht, Armer. DayZ-Spieler hassen Scum? Kann das sein? Bei DayZ kannst du auch so viel machen, ne? Da gibt's ja schon viel mehr Features. Vergiftung und so was, alles habe ich ja auch schon gesehen. Aber ich hab's ja nie gespielt so richtig. Okay. Wir sind da. Okay, ich brauche was zum Zerlegen. Dringend sogar. Ich schieße auf Dauerfeuer. Ich habe jetzt vergessen, wie das mit den Einzelfeuer geht. Und bevor ich jetzt schieße,
Dann mal so eine doofe Tastenkombination. Ist das wirklich die Ortschaft? Sieht so winzig aus. Metze piepen. Der blöde Ort, um was zu suchen, ja, mitten auf dem Feld. Da braucht nicht bücken, da sind nicht unsichtbar. Also da hängt Mais dran, man findet ja Mais. Leck mich. B4, wir bei dem Händler. Was denn? B1 bin ich. Gut, dann lass uns ein bisschen durchwuseln. Werkstätten. Kann ja selbst eins bauen. Ich weiß es ja. Sollten wir vielleicht auch versuchen, bevor wir keins finden, eins selber bauen. Diese Angelschnur. Achso, habe ich in der Tasche. Okay, da brauchen wir nur zweimal Metallschrott, zwei Bretter. Egel, Bolzen. Warte, BH. Ein Lümpchen? Ein Lümpchen. Wer hätte das gedacht, dass wir Lumpen finden? Nichts. Aber wir können trotzdem was herstellen. Vielleicht ein Rumpelmännchen angeln. Das ist leider relativ groß, ne, dieses Mini-Repair-Set. Relativ sehr groß. Ich weiß nicht, wie man damit einen Reifen reparieren soll, aber egal. So. Bordeaux-Klemmerchen. Stein. Nur wertvolle Sachen. Wird das so eine garagenlose City, sag mal ehrlich. Ah. Ich brauche doch nur was zum Zerlegen. Die Zeitstation ist alles da. Taktischer habe ich keine. Wirklich nicht. Das ist der Wahnsinn. Er will wahrscheinlich wieder sehr warm. Maske aufsetzen. Sehr verwuselt hier alles, ne? Mal einmal Metallschrott. Hier hinten. Ein Mango sein. Zweimal Metallschrott. War das Ding nochmal erledigt. Nagel und Bolzen. Also ich habe ein Bolzen. Hier noch der Nagel.
glaube, die ist auch was wert. Ist er weg. Da unten liegt sie. Wird repariert. Und der Nagel. Heißt, es fehlt eigentlich nur noch. Mann. Irgendein Knüppelwerkzeug. Ein Bretter. Eine Axtfinde oder sowas. Ja, keine einzige Garage. Da sein. Findet man ja leider immer nur Käse drin. Die Lumpen. Und die dummen Masken. Flasche Alk. Isopropanol Alkohol. Das macht der eine bei TikTok. Der sagt das Wort so oft. Boah, der kann aber auch basteln, der Typ, ey. So, Leber, das, was man so in der Apotheke erwartet. Die auch gleich in der Apotheke. Ich brauche einmal Lumpen, bitte. Ticken finde ich aber trotzdem immer interessant. Durst und Hunger kommt. Ein Zombie rum. Da kein Problem. Das ist für eine Werkstatt. Habe ich denn irgendeine Melee-Waffe überhaupt? Ja klar, habe ich eine Melee-Waffe. Zeichen hier. Man muss sich ja nicht immer wemsen. Ballern. Hoffnung, dass ich noch eine Axt finde oder sowas, ne? Aber kein Bock mir jetzt eine zu craften, ehrlich. Immer muss ich mir extra craften. Gewürze. Kann man später vielleicht gebrauchen. Die läuft schon ganz gekrümmt. Schon wieder eine Tonne. Einziger geht's ja wieder hier nicht. Sie hat Hunger und Durst. Was? Damit lässt sich auch ganz gut Kohle verdienen. Einheit. Es ist den ganzen Kürbis auf. Oh, in Real Life mag ich überhaupt keinen Kürbis. Das ist eine Garage. Es gibt eine Garage. Und bei der Polizei bestimmt auch Garagen. Nicht zu wenig. Hältst du? Lange nicht mehr.
Gern. Herzlich. Gut. Was ist? Axt besser wäre. So ein Reparaturkit, du Blödel. Ich sag nichts dazu, also das war jetzt mal untypisches Steffi-Glück. Sicher. Verunstaltet sie nur. Brauche ich jetzt noch? Muss ich mir da beim Motorrad jetzt eine Axt bauen? Mehr nicht. Die Sache ja geritzt, ne? Wir haben da geparkt. Südlicher Richtung. Ah. Ist verwinkelt hier, ne? Aber auch das wird nicht reichen als Rap-Kit. Der? Wert. Dafür hau ab. Ich habe eigentlich genau das gefunden, was ich finden wollte, was ja absolut untypisch ist für mich. Es ist nur noch leicht am Dampfen. Ah, das ist schon etwas schicker geworden, muss ich sagen. Gut, was hatten wir denn jetzt? Genau, jetzt wollte ich noch eine Axt bauen. Da bleibt noch alles übrig. Gebüsch finden. Werkzeuge sind ja da, ne? Was ist das für ein Ultra-Wildschwein? So, Deckung weg. Geil. Das Schicksal spielt uns heute in den Händen. Gibt's doch gar nicht. Werbung. Aua, mein Rücken. So. Hey. Fehlt. Mal, wenn ich so eine Axt bauen würde, niemals damit einen Baum fällen können. Ich komme mir so beobachtet vor. So. Dann dürfte dem eigentlich nichts mehr im Wege stehen. Zap. Kostet ja nichts in der Bearbeitung.
100% hat das bekommen. Wäre nur eins übrig. Oder dann nicht zerlegen, ne? Irre. Schade, dass ich da keinen Scope für habe. Jemand riss an ein Green Card. Das hört sich immer an, ne? Problem ist, dass Steffi eine Sache immer noch nicht kann, ne? Die ist ultra wichtig. Nicht da unten. Und zwar muss ich nur auf graue Sachen gucken. Wo ist es denn hin? Da. Adapter. Oh, das. Ey, doch, das darfst du scheinbar bauen. Mittlerweile. Ein Metallschrott, eine Bolt, ein Bolzen, eine Werkbank. Schon hier. Ich wieder kaputt. Bahn. Geil. Ein Sneaker-Rucksack. Wie viel Platz habe ich im Moped? Perfekt. Ja. Ach, ist eine Pistole in der Hand. Ist hier reingefahren, das ist laut. Ich liebe diese kleinen Rucksäcke einfach, ne? Sind besser. Was habe ich gesagt, brauche ich für den Scheißding? Ein Metallschrott, ein Bolzen und eine Werkbank. Metallschrott, brauche ich noch eine Werkbank? Weil Bolzen habe ich. Jetzt wird noch eine Gerade. Batterie. Umkreis, wir hatten 20 Stück davon hier rumstehen. Ist hier keine doofe Werkbank drin jetzt? Wie in 90% der Fällen. Bank. Gut, dann guck ich mal. Ich darf's bauen. Ja, dann darf ich's bauen. War doch gar nicht. Das muss ich mir doch immer erschnorren. Wunderschön. Ich finde nur noch einen Scope dafür, ne? Das ist natürlich noch so eine Sache. Irgendwas Spannendes. Drücke ich mich jetzt? Jetzt 20 Nähzeuge machen. So, Bike, 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 Bike. Geht's. Steffi macht sich jetzt von dannen. Steckt sich mit ihrem Motorrad. Wir haben jetzt keine Safe in der Nähe, ne? Gar nicht.
fast alle Wünsche erfüllt, die sie sich erfüllen wollte. Ja, danke schön fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.